Hallo und moin moin bei WOMOtipp. In diesem Video zeige ich euch, wie man in einem Wohnmobil das Tellersystem von Frode einbaut. Die normalen Matratzen, die im Wohnmobil eingebaut sind, sind meistens ein bisschen dünner. Manchmal gibt es auch keinen Lattenrost. Wir haben einen Lattenrost dabei, aber trotzdem liegt man nicht ganz so ideal, wie man es vielleicht von zu Hause kennt. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein Froli-Tellersystem einzubauen. Das ist unterteilt in verschiedene Zonen, sodass man im Wohnmobil fast besser schläft als zu Hause. Schaut mal rein. Jetzt wird hier das Froli-Tellersystem eingebaut. Das heißt, unter der Matratze am Bett kommt dann erst einmal diese grüne Matte hin, die dann die grauen Unterleger, sag ich mal, aufnimmt. Und darauf kommen dann entsprechend dann die Tellerfedern. Ja, schauen wir mal, wie das nachher aussieht. Nun liegt hier schon mal die Grundmatte, die grüne Matte, die wir dann mit solchen Strapsbändern festgemacht haben. Und damit die sich eben halt dann nicht mehr bewegen kann, damit die hier fest ist. Als Grundlage dann für die Kreuze, die drauf kommen, diese Decke habe ich nochmal gebraucht, um sich ein bisschen drauf zu knien, weil es dann doch ein bisschen weh tut, wenn man sich dann darauf will. Ich werde noch ein paar mehr von diesen Bändern nehmen. Ich habe sie also schön an den Rändern und natürlich auch oben vor allen Dingen und natürlich auch unten, damit sich das eben weiter nicht hochschieben kann. Jetzt kommt noch ein bisschen was in der Mitte irgendwo und dann sollte das eigentlich als Grundlage gut auf dem Lattenrost halten. Das Lattenrost ist eben nicht geeignet, um diese Kreuze dann aufzunehmen, weil die sonst in der Mitte hier so durchschieben. Und wenn jetzt diese grüne Grundlage da ist, dann kann man diese Kreuze da sehr gut dann eben halt entsprechend drauf befestigen. Und dann sollte es eigentlich mit diesen Tellerfedern sehr gut funktionieren. So, jetzt wird einmal das Lattenrost nach oben geschoben. Und man sieht, dass das Untergestell fest an allen Seiten dran ist, nicht übersteht. Weil wenn man jetzt das darüber stehen hat dann und da vorbeigeht, kann man sich wahnsinnig wehtun. Und deswegen muss das hier so abgeschnitten werden, dass man also am äußeren Rahmen wegschneidet. Hier, das kann auch noch eventuell weg. Aber das tut wirklich weh, wenn da diese kleinen Pixies da so überstehen. So, jetzt kommen diese Kreuze. Und auf diesen Kreuzen sind immer kleine Markierungen drauf, wie man das hier erkennen kann, unschwer. Und die machen wir jetzt alle in Kopfrichtung nach oben. Und die werden dann da so hingelegt. Und wir legen sie erstmal grob aus, um mal zu schauen, wie viel wir davon haben und wie das am besten passt. Und dann am besten so eng wie möglich. So ist unsere Idee jetzt im Moment gerade. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. So, wir haben jetzt die Kreuze erstmal grob vorgelegt. Insbesondere am Rand wird es aber einige Ideen geben, dass wir dann die Teller nachher schräge stellen. Und nun werden wir die verbinden mit so einem extra Gerät, das mitgeliefert wurde. Das ist so ein kleiner schwarzer Apparat. Übrigens hat man sich da beim Verlegen eben schon ganz schön ein bisschen piekst damit. Und damit werden hier gleich diese Kreuze miteinander dann verbunden, indem man einfach dann das drauflegt und einmal kurz oben drauf drückt. Und danach werden wir dann die Kreuze mit der grünen Matte verbinden. Und dann als letztes kommen nachher die Teller oben drauf und dann die Matratze drauf. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt sind alle Kreuze miteinander verbunden. Und wir werden nochmal gleich schauen, wie wir es hier an den Rand machen, ob wir die dann sauber abschneiden hier, damit es zumindest fest zusammenhält. Und dann kommen gleich die Teller drauf. Und dieses Gitter, diese Kreuze, werden dann nochmal an dem grünen Untergrund dann festgemacht, sodass das sich nicht mehr verschieben kann. Ganz oben im Kopfbereich kommen die dunklen, dann kommen zwei Reihen von den hellen, das sind die ein bisschen weicheren. Und dann kommt der Rest wieder mit diesen dunklen Tellern. Und im Beckenbereich werden die dunklen Teller nochmal mit roten Extrateilen etwas verstärkt. Nun sind alle Teller aufgebaut. Allerdings ist die Frage, wie weit wir an den Rand gehen. Wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen weiter nach links schieben, so auf diese Art und Weise, dann ist die Matratze bis zum Rand drauf. Da würden wir das, was hier übersteht, abschneiden.
und könnten dort noch eine weitere Reihe anbauen. Und in der Mitte haben wir jetzt extra so ein bisschen Platz gelassen. Die würden wir dann näher zusammen machen. Dann würde es eventuell passen. Das probieren wir einfach mal aus, indem wir die Matratze gleich nochmal drauflegen. So, nach 2 Stunden haben wir jetzt die Teller alle miteinander verbunden und oben im Schulterbereich die hellen, die etwas weicheren, die softeren Teller verarbeitet. Und in dem Bereich, wo die Hüfte ist, kommen dann noch die roten, um die Teller etwas zu befestigen. Wenn man jetzt darauf drückt, ist das also wesentlich fester als in diesem Bereich. Da liegt also die Hüfte und die Schulter, die ist dann etwas weicher und drückt sich etwas tiefer rein. Wir haben nun den gesamten Randbereich bereinigt, auch hier, wo die Schrägung ist. Und jetzt wird das ganze System nochmal auf der grünen Matte befestigt und dann sind wir fertig. In der Mitte zu befestigen, bietet es sich an, den Teller einmal zu lösen. Hier soll das jetzt befestigt werden in der Mitte. Dann das Strapsband einmal so ein bisschen vorzuknicken, das Ganze anheben und da durchziehen. Auf diese Art und Weise kriegt man den auf der anderen Seite meistens leicht wieder hoch. Einmal durchstecken, was ein bisschen sehr fummelig bei diesen ganz, ganz, ganz kleinen hier. Festziehen, möglichst diese Kante nach unten drücken. Dann abschneiden, was übersteht. Und dann den Teller wieder draufsetzen. Und schon ist das hier an dem unteren Gitter fest. Jetzt nach 2,5 Stunden haben wir die grüne Unterlage zugeschnitten, dann die einzelnen Teller verteilt, die roten Verstärkungen dazwischen gebaut und alles nochmal einzeln am Boden befestigt, sodass dann eigentlich nichts mehr verrutschen kann. Selbst wenn wir jetzt die ganze Unterlage nach oben schieben, ist alles fest und für nichts verschiebt sich dabei. Wir legen jetzt gleich die Matratze drauf und dann sind wir fertig. Jetzt ist das Bett natürlich ein paar Zentimeter höher, aber ich habe es eben ausprobiert. Es ist wahnsinnig gemütlich. Man kann da gut liegen. Hüfte, Schulter, alles genau richtig eingestellt. Jo, das war der Einbau der Froli Tellerfedern.